Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Teil von High on Life und wir sind immer noch auf der Suche nach Douglas. Also, wir gehen jetzt mal schnell zu seinem Hauptquartier und machen den Typen kalt. Also, let's go. Das ist nicht weit entfernt, glaube ich. 50 Meter. Plus ein paar Gegner noch. Mal alles kalt machen hier. Ah, gut, ich habe es auch leicht gestellt, also klar gehen die halt schnell down. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Wir gehen mal da hoch. Bam. Also ich laber extra nicht so viel, weil die Waffe redet ja schon genug. Nicht, dass ihr noch komplett voll gelabert werdet. Also, wie kommen wir hier rüber? Ach, Drohne. Können wir die benutzen? Oder einfach nur? Ja, ja, das bringt uns nur nichts. Wir müssen ja irgendwie da hochgehen. Ah, ja. Außenrum? Muss ich auf so ein Ding springen, oder was? Oh Gott. Hoffentlich nicht. Nee, das war falsch. Das war nicht richtig. Aber darüber kann ich auch nicht, weil da ist doch so ein Zaun. Schauen wir mal. Ah, hier ist... Ah ja, Moment. Die Kiste holen wir uns jetzt. Okay. Okay. Mal überlegen, wie kommen wir denn darüber? Ohne getötet zu werden. Also. Soll ich es einfach mal versuchen, darüber zu springen? Aber ich glaube, das geht nicht. Hier ist ein Pfeil nach rechts. Ich muss doch wohl nicht da drauf springen und dann... Ey, Moment, das kann nicht sein. Und diese Züge sind viel zu schnell, um da drauf zu kommen. Es muss eine andere Möglichkeit geben, die richtig leicht ist, aber ich komme nicht drauf. Es sind überall Pfeile nach rechts. Müssen wir hier irgendwas runterhauen? Nö. Warte mal. Doch, hier ist doch die Brücke. Die. Aber vielleicht nicht so. Sondern irgendwie, dass es da abprallt, dass die Brücke hier runter geht oder sowas. Moment. Mal kurz hier rüber. Ja, die hat sich ja gerade bewegt, ne? Alright, mal gucken. Jetzt nochmal. Ah, von hier komme ich nicht an die Brücke ran. Ich glaube, das ist auch falsch, aber da sie sich bewegt hat, glaube ich schon, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte. Shit. Diese Brücke, was ist das hier? Aha. Was hat sich jetzt geändert?
Kann ich da an die Wand springen oder was? Was bringt mir das jetzt? Ich probiere es einfach mal aus. War ja klar. Das ist ja nicht Ghost Runner oder so. Das ist immer noch High on Life. Also, das hat nicht geklappt. Ja, shit. Ich bin ein bisschen überfragt hier. Das hilft uns nicht weiter. Und da vorne ist eine Biene. Kann ich so weit springen, dass ich da drauf komme? Kann sein. Ja. Theo, ist richtig. Ist richtig. Ich habe nur falsch gedrückt. Also let's go nochmal. Nein, nochmal. Shit, das wird eine geile Folge, ey. Okay, nochmal Anlauf. Ja, es geht doch. Was für ein Stress. Aber geschafft. Gut, nach 6 Minuten. Immerhin weitergekommen. Aber jetzt funktioniert auch wieder die der Sound. Teilweise zumindest. Also da hat es nichts gebracht, hochzugehen. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Kiste. Ja, ich glaube... Beim nächsten Mal stelle ich das Spiel wirklich ein bisschen schwerer ein. In der nächsten Folge. Weil das ist echt ein bisschen leicht. Ach so, man muss einmal auf die schießen und dann kann man ihre Augen rausholen. Nice, gut zu wissen. Also ich hoffe, dass es so ist. Ich werde es gleich ausprobieren, wenn nochmal so ein Ding kommt. Was? Oh shit, bin falsch. Oder auch nicht. Hm. 17 Meter da nach oben, okay. Ach, schon wieder so ein Puzzle. So ein Rohrending oder was? Eieiei. Ja, okay, kriegen wir hin. Also.
me, Slurpee, here I come. Das müssen wir jetzt irgendwie drehen, damit das... Ja, jetzt geht's hier runter. Okay. Das ist nix. Das geht hier runter, aber... Da geht's ins Nichts. Das müssen wir hier gucken. Ah, so auch nicht. Nein. Also hier runter. Nicht ganz so leicht. Man muss halt ein bisschen gucken. Ich weiß auch nicht, wo das Ziel ist. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ich will es gerade wieder so haben, wie es eben war. Nein, das so nicht. Nee. Das bringt uns aber nicht. Das muss von dort oben. Warte mal, wenn ich hier was ändere. Das muss vielleicht nicht hier runter, sondern da nach rechts. Was passiert denn dann? Hm. Genau, jetzt geht's hier rechts runter. Und hier müssen wir vielleicht was ändern. Dann geht's da runter, dann da hoch. Auch nicht gut. Oder? Dann geht's hier runter, dann müssen wir das hier ändern. Nochmal. Aber jetzt läuft es wieder ins Nichts. Uiuiui, Leute. Also, wir haben es von hier da hoch geschafft. Dann darüber. Hier geht es dann runter. Wir müssen eigentlich nach hier. Denke ich zumindest. Aber, warte mal. Es geht von da runter, hier und dann so hier rein. Dann ändern wir hier nochmal was. Ach komm, schieß. Jetzt hat es gar keine Verbindung mehr. Nochmal. Aber hier stimmt's nicht. Fuck, Alter. Okay, hoch. Was ändert sich, wenn ich das da drücke? Aber damit haben wir es ja eigentlich schon besser gehabt. Aber hier... Hier ist nichts. Das ist das falsche Rohr. Vielleicht müssen wir hier nochmal was ändern. Aha. Tatsächlich. Jetzt geht's hier hoch. Da. Okay, hier müssen wir nochmal ran. Oh, wir haben es geschafft. Fast. Das letzte noch. Yeah! So, jetzt kommt der hoffentlich hier durch. Oder? Irgendwas war wohl richtig. Well, shit. Does that mean he's, huh? Töte Douglas. Oh, fuck. Oh. Endboss. Das machen wir jetzt noch. Guck mir mal, was der kann. Douglas. Das sieht total uncool aus. Oh, hey,
Teleport. Oh. Douglas. Melee Attack ging nicht, der ist abgehauen. Wo ist der? Er ist schnell. Also wie gesagt, die muss man einmal, ja, jetzt hat er sich selber getötet, einmal anschießen, damit sie grau werden, theoretisch. Und dann kann man ein Messer rein. Wow, Hochspannung. Wo ist der? Douglas! Douglas! Alter! How did you manage to beat me? We did it! Defeat Douglas? Achievement. So, wie holen wir die DNA? Wir müssen wahrscheinlich wieder massakrieren oder so. Oder was? Nö. Hier ist sein... Ah, im Kopf. Ah, sein Kopf ist rausgeflogen. Also sein Körper eigentlich. Das war nur ein Anzug anscheinend. So, vielleicht kommt jetzt der Klon. Töten wir den auch noch. Rette Sweezy. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ach, das ist Sweezy? Und das ist die Waffe aus Halo. Die sieht genauso aus. Die Nagelpistole. I'm Sweezy. Thanks so much for rescuing me. How is that, dipshit? Now come on, use my time bubble to escape through the big fan in the corner. Die Zeitblase. Hey, if you want to slow down time, it's ready. Soll ich es hier irgendwo benutzen? Hier da an dem. Pretty cool, right? You're gonna find out real fast. Jetzt nochmal machen müssen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin zu müde. Also nochmal. Ja, ich weiß schon, wie es geht. Aber ja. Ja, ein bisschen blöd. Oh, komm schon. Komm schon. Ladebildschirm, Alter. Aber ich sehe gerade, dass meine Augen müde sind. Es ist jetzt gerade erst 11 Uhr. Also 23 Uhr. Und ich bin schon sehr, sehr müde. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt.
Danach gehe ich jetzt ins Bettchen schlafen. So, hier nochmal. Können wir hier durch. My crystals stick in the batteries and they'll explode if you hit them real hard. Like with your knife. You get it. Go nuts. Warp-Basis voraus. Use my time bubble, dumbass. Alter, wieso bin ich jetzt da runtergefallen? Fuck, we're falling. Einfach nur nach oben gedrückt. Achso, da schießt den. Ah. Gar nicht mitgekriegt. Okay. Was? LT aufladen? Ach so. Ja, aber ich will den ja nicht. Ich will darüber und nicht den töten. Also Kristalle drauf, dann boom. Man kann durch die Deckung durchschießen. Aber das ist wirklich die Halo-Waffe. Jetzt sagt er uns, was wir machen müssen. Ja, ich will's wissen. Sag's mir. Ja. Hallo. Ja, ich will's wissen. Ja, ja. Gute Idee, Bro. Also, wenn das Schiff kommt. Great. Perfect. Now hurry and go. Boom. Alright, wir haben es geschafft. Incredible, right? What a thrill. You know, you can use that time bubble on the D3 and try loading the bubble up with my crystal. Then you'll see why I'm the best Gatlian. Jetzt können wir die Waffen auch wechseln, klar. Aber wir brauchen ihn, weil wir müssen ja hier. Also hier ist der offizielle Weg. Ich will aber noch gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, weil das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass wir hier unten sind. Bestimmt gibt es hier irgendwo eine Kiste. Nur ganz kurz gucken. Oder ist es da, wo wir schon waren? Yep, ist, wo wir schon waren. Okay, gehen wir nach Hause und dann gehe ich auch schlafen. Also. Kiste. Gegenstand erhalten, Müllsackbabys Nummer 9, furzende Fridley. Furzender Fridley. Hier, irgendwas Collectible oder so. Hier ist das Portal und zack durch. Und jetzt gleich ist es auch zu Ende, glaube ich. Gucken wir uns noch die Endsequenz an. Dann holen wir uns die Belohnung und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Also auf der Xbox One sind die Ladezeiten echte Ladezeiten. Mit Soundproblemen.
Liefere die DNA ab. Das machen wir hier. So, und jetzt machen wir Schluss für heute. Wir haben die Belohnung abgeholt. Wir haben Douglas getötet. Also unser zweiter Kopfgeld-Auftrag. Und genau, also seid gespannt auf die nächste Folge. Da machen wir den dritten Auftrag. Und ich sage euch jetzt noch nicht, was es ist, weil ich selber nicht weiß. Schlaft gut, haut rein und bis bald. Ciao, ciao. Peace.